Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hai. Ja, ich habe draußen noch keinen Strom, deshalb mache ich das Intro mit dem Kiffen drin. Aber wir gehen jetzt dann raus. Draußen ist schön. Hier ist besser, oder? Ich hoffe, das kommt einigermaßen im Bild. Ich sehe nicht, was ich filme. Es ist so hell hier, dass ich nicht erkennen kann, aber ungefähr auf dem Bild ja doch so ein bisschen. Nun denn, als erstes wisst ihr eigentlich, was Artischocken sind? Dieses stachelige Ding. Etwa, war ja vom Volumen her knappe Faust, eine Kinderfaust groß. Da kann man dann am Ende hier innen drin den Boden essen. Aber wer als erstes auf die Idee gekommen ist, in diesem stacheligen Distelteil nach Essbarem zu suchen, das ist doch ein Wunder, weil man muss das echt kochen, sonst kriegt man das gar nicht gepellt. Ja, und wenn die dann gekocht sind, dann sehen die so aus und dann kann man die relativ leicht pellen. Aber das ist immer noch ein Haufen Arbeit. Mein Vermieter isst die roh. Dazu habe ich aber keine Zähne mehr. Ja, wie gesagt, die muss also komplett geschält werden, hier runtergepellt werden die Blätter. Und das Ding, was da jetzt überbleibt, das ist essbar. Hier oben, das kommt auch noch alles weg. Da sind dann Haare drin. Die schieben sich später raus und werden lila. Aussehen tut eine Artischocke ja wunderschön. Aber sich die Mühe zu machen wegen dem Scheibchen, die ganze Arbeit, das ist doch, finde ich doch schon ein bisschen übertrieben. Ja. Und die Haare isst du besser auch nicht mit. Das ist wie Haare, aber unangenehm. So sieht die. Was vorher so ein Teil war, ist dann so ein kleines Ding. Schmeckt leicht bitter, ganz leicht. Hat schon einen eigenen Geschmack. Auf die Idee muss man erst kommen, oder? Wächst hier überall wild. Da steht eine, da steht eine. Die meisten sind noch so klein, die haben noch keine Blüten. Aber die am Garten oben, da sind 20 Blüten dran, 20 so Knollen. Hab heute mal 10 geerntet.
Den Hühnern geht's saugut. Die sind den ganzen Tag am Fressen. Der Knuffel will auch fressen. Doch nah erwischt. Ja, nach meinem letzten Video, in dem ich erzählt habe, wie ich zu dem Namen Collie Light komme, kam die Frage auf, warum ich nicht nach Marokko bin und in Amsterdam geblieben bin. Ich habe das in meiner Lebensgeschichte auch schon erzählt. Als ich nach Amsterdam kam, kannte ich erstmal niemand. Nix und niemand. Und ich bin stundenlang durch die Straßen geirrt. Und irgendwann mal bin ich so eine Verbindungsstraße raus nach wie heißt es? Im Norden. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Jedenfalls, ich bin dort diese Straße da am Hafen entlang gelaufen und dann kam jemand von hinten mit einem Hippiebus. Die haben einfach angehalten. Ich lief da mit meinem Koffer. Ich habe auch nicht getrennt. Und da habe ich den Juan kennengelernt, den Spanier, der auch in der Kraker-Szene, in der Hausbesetzer-Szene in Amsterdam tätig war. Ja, und die haben mich eingeladen. Hey, wo willst du hin? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ja, komm mal rein, meint er. Ja, und die Straße, die führt dann an der ehemaligen Bricorama vorbei. Da ist heute auch wieder ein Baumarkt drin. Weiß ich, wer das noch kennt. Und diese Bricorama, das war ein ehemaliger Baumarkt, der war verlassen und der war besetzt von der Hausbesetzerszene. Da fanden also jeden Samstag und dann am Ende auch jeden Tag Partys statt. Party bedeutet, irgendjemand bringt ein Soundsystem, zwei große Boxen mit einem riesen Verstärker, in der Regel heftiges Material. Und dann legt jemand auf. Irgendeiner ist immer da, Schnuffel, nicht die Hühner schrecken. Irgendeiner ist immer da, der dann den Plattenteller bedient. Und manchmal müssen sie sich sogar absprechen, damit überhaupt genügend Zeit für jeden ist. Ja, und es bleiben leider nur 24 Stunden am Tag. Also läuft da 24 Stunden am Tag Trance, Goa Trance. Ich kann euch sagen, ich habe die Musikrichtung irgendwann mal so satt gehabt, weil man hat keine Minute Ruhe. Now. Und in den Kreisen, in denen diese Kraker, diese Hausbesetzer sich bewegten, da waren sehr viele nette Menschen, die haben mich aufgenommen, die haben mir da einen Platz gegeben, wo ich mich ausbreiten konnte und ja, der eine da, der die Dinger, die Partys organisiert, der hat sogar so eine Art Zimmerklimaanlage mitgebracht, weil ich so empfindlich bin mit Rauch und hat die dann aufgestellt, damit ich da nicht ganz so arg belastet werde, weil da natürlich alle am Rauchen waren, also Tabak, ne? Ja, und
ein anderer Kerl, der dabei war, das war Elke. Erst hat mich das auch unheimlich verwirrt, dass ein Mann Elke heißt. Aber mit Doppel-E geschrieben ist das in Holland ein Männername. Elke. Elke war Hardcore-Hausbesetzer. Der hatte echt Molotow-Cocktails unter seinem Bett, falls die Polizei reinkommt. Der gehört zu denen, die in Amsterdam des Öfteren mit der Polizei zu tun haben beim Räumen, weil ja, die militante Szene, der Hausbesetzer, das ist sogar ein bisschen ein Politikum, da haben sie wohl schon auch schon Polizeispitzel eingeschleust, um Hintergründe zu erkunden. Und das ist eine Szene, also da bin ich irgendwie nie mit warm geworden. Die waren politisch unglaublich, unglaublich entschlossen, sag ich jetzt mal. Nun denn, und besagter Elke, der kannte sich aus, politisch. Der hat mich gefragt, warum ich nach Marokko will. Ich wäre doch jetzt in Amsterdam, was Besseres könnte mir doch gar nicht passieren. Und dann hat er mir erzählt, was auch zu dem Zeitpunkt stimmte, dass du in Holland keinen Ausweis brauchst, weil die Polizei nicht berechtigt ist, dich nach deiner Identität zu fragen. Es geht dir nichts an, wie du heißt und wer du bist. So war zumindest in den Jahren noch die rechtliche Situation. Inzwischen hat die sich ein bisschen geändert, was aber im Endeffekt auch nichts ausmacht. Und zwar, wenn du heute vor die Tür gehst, bist du verpflichtet, ein Ausweisdokument bei dir zu haben. Ja, die Polizei darf das zwar immer noch nicht einfach so fragen, aber wenn du keins hast, kriegst du eine Buße von 70 Euro oder sowas. Ja. Allerdings, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, in den ersten Jahren, gab es keine Ausweispflicht. Und die Polizei hat kein Recht, dich irgendwas von deiner Identität zu fragen. Und das machen die auch nicht. Ja, und Elke meinte zu mir, es gibt keine Stadt in der Welt, die sicherer ist für geflüchtete Menschen wie Amsterdam. Weil erstens eine große Stadt, egal wie viele Kameras da hängen, die meisten sind gar nicht in Betrieb, die hängen da mehr zur Show. Und zweitens, die haben gar keine Zeit, die Bilderflut dieser Kameras zu kontrollieren. Ja, bist du lang wieder woanders. Also Amsterdam. Und dann auch heute noch ist es so, dass wenn du nicht bei Rot über die Ampel gehst, kein Auto fährst, nicht unbedingt, wenn Feyenoord in Amsterdam spielt, am Bahnhof vorbeiläufst oder durchs Rotlichtviertel, wenn du so bestimmte neuralgische Punkte vermeidest, dann kann dir nichts passieren, weil die Polizei dich nur in einer Situation, in der du was verkehrt machst, überhaupt ansprechen darf. Ja, und die kommen nicht und oh, der sieht aus wie so ein Hippie, den checken wir mal, ob der Drogen dabei hat. Das gibt es in Amsterdam nicht. Wenn du nicht Feyenoord, Fußballspiel und am Bahnhof. Wenn du durch den Bahnhof gehst, kann die Polizei dich jederzeit nach dem Tascheninhalt fragen. Weil es ist verboten, im Bahnhof Drogen zu haben. Ja, es gibt so ein paar Sachen. Du kannst sie zwar vor dem Bahnhof kaufen, die Drogen, aber du darfst damit nicht durch den Bahnhof laufen. Wenn du den Hund nicht an der Leine hast, wenn du mit dem Fahrrad jetzt tatsächlich auf dem Gehweg fährst, ja, da passiert dir natürlich nie was. Aber dann hat die Polizei juristisch das Recht, dich zu kontrollieren. Zumindest festzustellen, wer du bist, um dir dann eine Geldbuße zu schreiben oder so. Wobei ich muss sagen,
die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, die übertrifft das noch. Ich hatte mal so ein Karren gebaut mit Solarpaneelen rechts und links. Die waren so schräg aufgestellt und dann in der Mitte unten drin waren fette Verstärker und ein paar Boxen. Und dann bin ich mit dem Zug von Helmond, wo ich zu der Zeit gewohnt habe, nach Eindhoven in die Stadt, um da mit dem Didgeridoo zu spielen und Geld zu verdienen. Das hat nicht geklappt, muss ich leider zusagen. Die Ausbeute war oft nicht mal so viel, wie die Zugfahrkarte gekostet hat. Das war, also Musik machen, um Geld zu verdienen, das war der allergrößte Flop aller meiner Unternehmungen in Holland. Egal. Es hat sich natürlich rumgesprochen, dass ich, der ich da in dem gekrakten, besetzten Bauernhof wohne, mit Solarpaneelen durch die Gegend fahre. Und eines Tages standen zwei Cops auf der Außenseite des Zauns am Grundstück und haben sich einfach nur vorgestellt, guten Tag, bin der Herr sowieso, können wir mal reinkommen? Und dann, ja, kommen Sie. Und dann kamen die in den Hof, also die haben sogar gefragt, bevor sie den Hof betreten haben, ob sie den Hof betreten dürfen. Und dann haben sie mich über den Sachverhalt aufgeklärt. Wir sind hier wegen der Solarpaneelen. Wo haben Sie die her? Weil an der Bahn waren Solarpaneelen geklaut worden. Na, ich hatte da einen ordentlichen Nachweis für. Das habe ich von jemandem, der sein Auto verschrottet hat, aus Deutschland bekommen. Das konnte ich glaubwürdig rüberbringen, zumal der eine Cop sofort gemerkt hat, dass das, was ich da habe, andere Solarpaneelen sind als die, die gestohlen wurden. Das konnte man an der Maserung ganz deutlich sehen, dass das ein anderes Modell war. Und er meinte dann auch ziemlich sofort zu seinem Kollegen, als es darum ging zu überprüfen, ob ich die Wahrheit gesagt habe, da wollten die Telefonnummer von meinem Kumpel haben. Und die habe ich denen gegeben, aber der Cop hat dann dem anderen gesagt, du lass mal, das brauchst du gar nicht überprüfen, das sind andere Paneelen, die sind nicht da gestohlen, die der Mann hat, das ist in Ordnung hier. Dann haben die sich bedankt für meine Mitarbeit, das machen die immer, ich bedanke ihnen für die Medewerking. Und dann sind die abgezogen, schönen Tag noch und fertig. Ja, und in Deutschland, wenn die mit so einem Anliegen zu dir kommen, die würden erstmal deinen Ausweis kontrollieren und dann Haus und Hof bis auf den letzten Zentimeter durchsuchen. Weil sie haben nämlich einen Anlass. Ja. Und dann würden sie dir eventuell erklären, worum es geht. Das ist der Unterschied. Und mit dieser Gewissheit, dass die, wenn die das mit den Solarpaneelen mir anhängen wollten, ja, erst dann käme die Frage nach dem Ausweis. Ja, das hat mir ein unheimlich gutes Gefühl gegeben. Ich konnte mit denen ganz normal reden und denen alles erklären und fertig. Die sind nicht auf die Idee gekommen, mich zu fragen, wie ich heiße. Nix. Ja, also in Amsterdam, zumindest in Helmond auch, aber in Amsterdam bist du echt safe, wenn du auf Flucht gehst. Ja, Grenzen gibt es auch keine. Du setzt dich einfach nachmittags ins Auto und morgens um 4 bist du in Amsterdam aus Deutschland. Und dann kannst du dir da irgendwie einen Job suchen, solange du noch einen Pass hast, der noch nicht ausgeschrieben ist. Und kannst da arbeiten und leben und alles prima, kümmert sich kein Mensch um dich. Wenn du ein Sanfter und Snapper bist, das heißt, wenn du niemandem Gewalt angetan hast und nichts kaputt gemacht hast auf der Flucht, dann sucht die holländische Polizei dich nicht mal. Ja, ich war ja in U-Haft, in Auslieferungshaft und bin aufgrund eines medizinischen Gutachtens haftunfähig erklärt worden und aus der Auslieferungshaft entlassen worden. Schossing nannte sich das. Das ist so was wie Aussetzung des Vollzugs. Ist Schossing. Und ich hatte die Auflage,
meinen Pass einzuliefern und mich zu melden, wenn sie mir eine Vorladung schicken, ja, zur Verhandlung. Und dann war da erstmal 6 Wochen gar nichts. Und so lange war ich draußen. Und dass ich jetzt nicht zu der Verhandlung gekommen bin, das war erstens ein Tipp meiner Anwältin und zweitens auch reine Logik, weil wenn die mich nicht ausgeliefert hätten, dann hätten sie das Urteil eines deutschen Gerichtes anzweifeln müssen. Und das tun die nicht, aus Prinzip nicht. Du hast zwar auch als Deutscher in Holland ein Anrecht auf Asyl, wenn dir in Deutschland Unrecht geschieht. Aber das geschehene Unrecht, das werden die nie anerkennen. Deshalb wirst du in jedem Fall ausgeliefert, hat meine Anwältin gesagt. Ob ich nicht ein paar Freunde weiß, wo ich mich noch 6 Jahre verstecken kann. Weil sie kann mir nicht helfen. Ich würde ausgeliefert. Selbst mit einem Attest vom Arzt, dass ich haftunfähig bin, hätten die mich ausgeliefert nach Deutschland. Ja. Und ja, ich bin ja mehr oder weniger legal wieder rausgekommen aus dem Knast. Ich war also, dass ich mich nicht zurückgemeldet habe, das fällt unter Sanfte und Snapper, nicht gewalttätig. Und deshalb habe ich in Amsterdam keine Probleme gehabt, wegen Papieren oder wenn mich die Polizei kontrolliert. Da habe ich einen anderen Namen angegeben und ich habe immer einen auf Swerver gemacht. Swerver sind Obdachlose. Ich war zwar nicht obdachlos, ich habe im Zelt gewohnt und so, aber naja, ich hatte immer ein Fahrrad mit Satteltaschen und dann bist du ein Swerver. Alle Swerver haben so riesige Zeitungssatteltaschen für die Zeitungsausträger. Und das Fahrrad, das sah auch immer so aus und dann hatte ich noch einen Anhänger hinten dran mit einem Hund drin. Dann bist du hundertprozentig, fällt sie unter Swerver für die Optik. Oft bin ich mit Holzschuhen rumgefahren. Und die Cops, die haben eigentlich keinen Bock, mit dir rumzumachen. Solange du nichts machst, kannst du so viel Swerver aussehen, wie du willst. Die kümmern sich einen Scheißdreck um, wer du bist. Auch mit den Haaren und den Klamotten. Ich hatte ein Fahrrad, das war in Reggae-Farben angemalt, mit Musik. Das hat niemanden interessiert, wer ich bin. Da kannst du so richtig gut dich einfügen in die bunte Gesellschaft. Und daher, Polizeikontrollen, wenn du nichts machst, dürfen sie dich nicht nach deinem Ausweis fragen. Aber du musst ihn haben. Ja, und das hat mir der Elke erklärt, die Rechtslage damals, den Rest habe ich dann selber mitgekriegt übers Radio. Die marokkanischen Lkw-Fahrer, die stehen da auch nicht Schlange irgendwo mit offenen Türen und warten darauf, dass sie irgendeinen Hippie mitnehmen können. Das hatte ich mir doch sehr naiv vorgestellt und da war die Alternative einfach in Amsterdam bleiben. Safe, keine Ausweiskontrollen. Ja, da habe ich mich dann natürlich für in Amsterdam bleiben entschieden. Und bin nicht weiter nach Marokko. Zu rauchen kriegst du das, was du in Marokko kriegst. Auch in Amsterdam, wenn du die richtigen Leute kennst. Irgendwann mal habe ich angebaut. Ja, da hatte ich mein eigenes Gras. Da brauchte ich keinen von den Coffeeshops mehr. Null. Ja, Amsterdam, ein Eldorado für Menschen, die von der Polizei in Deutschland gesucht werden. Auch heute noch. Wenn du nichts machst, was verkehrt ist und du weißt, was verkehrt ist, rote Ampel, Gehweg, Hund nicht an der Leine, die ganz normalen Dinge, die auch in Deutschland verboten sind. Du darfst auch nicht mit einer Bierflasche
überall rumlaufen. Da gibt es Gegenden, da sind Schilder, da ist Kiffen und Trinken verboten. Also das wird auch gleich behandelt, was das angeht. Ja, und wenn du das vermeidest, wenn du dich ein bisschen unauffällig benimmst, außer Kleidung, kannst du rumlaufen, wie du willst, nur der Pimmel nicht raushängen, dann kannst du in Holland, in Amsterdam untertauchen, ohne irgendwas zu machen. Just blend in. Ja, also das ist auch heute noch. Und irgendein Job, schwarz, irgendwas findet sich. Ja. Und den Traumtänzern, die alle glauben, oh, ich gehe nach Amsterdam, ich arbeite im Coffeeshop, den ganzen Tag kiffen. Die wollen gar keine Kiffer. Die wollen zumindest nicht, dass du im Coffeeshop kiffst. Der Coffeeshop ist der Job, wo du am wenigsten kiffen kannst. Ja, ich habe in so einem Fahrrad-Second-Hand-Laden gearbeitet. Da hatte ich meinen Vaporizer am Arbeitsplatz stehen. Ich würde nirgendwo arbeiten, wo ich nicht kiffen kann während der Arbeit. Das ist... Ja. Das funktioniert nicht. Arbeiten und nicht kiffen? Nee. Dann funktioniere ich nicht. Nun denn, Freunde, sollte eigentlich gar nicht so lang werden, das Video, ist es aber jetzt, immerhin schon wieder 30 Minuten fast. Deshalb mache ich jetzt mal wieder Schluss. In diesem Sinne, stay high.